Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Lea und ich sind schon wieder am Kochen für euch, am Vorbereiten. Es gibt eine Garnelenpfanne und die Soße dazu, die kann man zu allen möglichen benutzen. Das werdet ihr schon sehen gleich. Wir haben schon mal was vorbereitet. Und hier sind unsere Zutaten. Für eine Garnelenpfanne brauchen wir natürlich Garnelen. In Deutschland bekommt man sie fast immer nur TK, also TK grundsätzlich, aber eben auch ohne Kopf und schon entdarmt. So kennt man sie, wenn man in südlichen Ländern ist, frisch gefangen vom Fischer. Wir haben Salz, Pfeffer, Olivenöl, dann haben wir Chili, Petersilie und Knoblauch. Und alles kommt aus dem eigenen Garten, die drei Zutaten. Und das zeige ich euch jetzt, wo ich sie schon mal vorgezogen habe für dieses Jahr. So, jetzt zeige ich euch erstmal die Chilis pflanzen. Da sind wir schon am Vorziehen. Hier seht ihr sie. Die werden in einem Monat nach draußen gepflanzt. Und zwar in dieser roten Chili sind die kleinen Kerne und die werden dann aktiviert im Kühlschrank mit Kamillentee und im Endeffekt kommt das dann dabei raus. Jetzt gehen wir mal zu dem Knoblauch, den wir auch im Garten selber anpflanzen. So, hier sind wir vor unserem Knoblauchbeet. Sieht natürlich ein bisschen wild aus, ist ja eben noch Winter. Ende Oktober, Anfang November wird eine Zehe gepflanzt, 8 cm tief in die Erde gedrückt. Und im Mai, Anfang Juni kann man ernten. Dann müsste das dabei rausgekommen sein. Jetzt gucken wir nochmal nach der Petersilie. Ich habe ja großzügig gesagt, kommt alles auf den eigenen Garten. Und hier seht ihr nochmal die Petersilie, frisch aus dem eigenen Gewächshaus, funktioniert hervorragend, sie sprießt von alleine wieder nach und man kann sie immer schön zu jedem Essen verwenden. Und was habe ich euch letztes Mal erklärt? Aus den Stielen macht man Pesto. Guckt bei YouTube. Kommt mit, wir fangen an zu kochen. So, jetzt sind wir wieder drin. Hier an der Lampe hängen auch noch zwei, drei Kleinigkeiten. Die kommen auch alle aus dem eigenen Garten, aber das zeige ich euch ein anderes Mal. Bei dem Wetter war das natürlich schön, mal einen kurzen Ausflug nach draußen zu machen, euch zu zeigen, was so im Garten machbar ist. Lasst uns jetzt anfangen mit den Shrimps. Garnelen. Wir lösen hier die Haut ab und das Stück können wir dran lassen. Sie sind vorbereitet, sie sind schon entdarmt. Ist ein bisschen fummelig die Arbeit. Aber ich verspreche euch, es lohnt sich. Ist es rein weg für die Optik, dass der Kopf und der Schwanz dranbleiben und in der Mitte frei gemacht, damit man das besser essen kann. Ich finde ja, die sehen ziemlich gruselig aus. Ja, aber sie schmecken dafür echt lecker. Jetzt sind wir bei der Petersilie bei. Stängel, denkt dran, es gibt ein YouTube-Video von uns, da kann man schöne Pesto von machen. Das hacke ich jetzt noch klein. Dazu nehme ich mir ein schönes Messerchen, ein schönes scharfes. Und jetzt hacken wir die ganze Petersilie einfach mal ein bisschen kleiner. Immer schön auf die Finger aufpassen, mal drehen, dass ich eine andere Seite kriege. Jetzt machen wir den Knoblauch fertig. Ich schneide den Kopf einmal ab, dann oben auch nochmal wieder das Ende
Und dann versuche ich so gut wie es geht und einfach wie es geht die Haut abzukriegen. Und jetzt schneiden wir sie in kleine Stücke. Immer wieder auf die Finger aufpassen. So, und ihr habt ja schon mal bei mir gelernt, dass ich faul bin. Fett spritzt, also decke ich alles ab, brauche ich nicht so viel putzen. Ich arbeite gerne mit den Art Vogue, weil das ist einfach einfacher für mich. Jetzt bin ich noch fauler, wie bei der Küche, bei dem Abgedeckten, denn, einen Augenblick, ich mache meine Chilis fertig. Und zwar mit der Schere. Ich schneide einfach Stücke vorweg. Schön vorsichtig. Das geht einfacher als mit einem Messer und ist genauso gut. Hat die so wenig? Die sind sehr, sehr scharf. Ich glaube nicht, dass es wenig ist, wenn du die gleich probierst, wenn die fertig sind. Die sind schon recht nett. So, lass uns anfangen, oder? Ja. So. Und jetzt fangen wir mit dem Öl an und dem Knoblauch. Nehmen wir den Knoblauch dazu. Und machen die Platte an. Jetzt fangen wir an, das vorzubereiten, das warm zu machen, damit da gleich, wenn das warm ist, die Garnelen mit reinkommen können. Das dauert jetzt eine Minute oder sowas. Das geht jetzt ganz schnell. Die Garnelen rein, Petersilie drauf, Salz, Pfeffer und fertig. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, das ist so eine Basissoße, da kann man Muscheln, Miesmuscheln mitmachen, mit ein bisschen Wein oder als Nudelsoße verwenden. Ohne Garnelen geht das, ohne Probleme, aglio olio and peperoncino, so ungefähr heißt das, oder eben mit Garnelen, das ist egal. Diese Soße könnt ihr überall entweder so oder mit anderen Sachen verbinden. Jetzt müssen wir aufpassen, dass das Ganze nicht verbrennt. Jetzt fangen wir die Garnelen mit rein. Man sieht schon, dass sie leicht jetzt hier sofort rot werden. Das Ganze dauert jetzt 2 Minuten, 3 Minuten, dann ist es schon fast fertig. Abschmecken. Das tust du ja am liebsten. Und jetzt kommt ein bisschen Salz dran. Ein bisschen Pfeffer. Und die gehackte Petersilie von gerade. Das Ganze mischen wir schön durch. Und ihr habt das Essen überhaupt. Ihr werdet euch die Finger danach lecken. Ich probiere es nochmal. Und wir haben es gut durchgemischt. Perfekt. So. Ihr habt gesehen, wie schnell es geht. Und wir fangen jetzt an anzurichten. Packen das alles schön auf den Teller. Ihr seht, wie schön das aussieht. Übrigens gibt es das auch am Mittelmeer mit kleinen Tintenfischen und so weiter. Ich hätte jetzt gesagt, in Spanien nennt man das Tapas. Wir essen dazu gerne Baguette oder wie hier jetzt gerade Brötchen, selbst gebacken. Das Rezept kommt die Tage mal als Video. In den nächsten Videos werden wir das mal machen. Seht euch das an, wie lecker das aussieht. Ihr könnt die Soße auch nur mit Nudeln machen oder das Ganze nur mit Nudeln. Wir essen jetzt ein selbstgemachtes Brötchen dazu. Gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat heute wieder. Macht es nach, gebt uns eine Info. Ciao. Was willst du, Hadi? Was? Was willst du dieses Jahr? Ich werde dieses Jahr 60. Ich mach da gar nicht drüber nachdenken. Ach, für YouTube ist man nie zu alt, Hadi.